Hey, Oliver Schirmer hier. In diesem Video geht es um das Thema erfolgreich durch Selbstmarketing. Ja, wie bereits erwähnt, geht es heute um das Thema ja, Selbstmarketing. Selbstmarketing ist ja ein großer Begriff und ich möchte euch heute einfach in diesem Video ja so meine Definition mitgeben, was ich unter Selbstmarketing verstehe, welche Ziel oder welches Ziel das Selbstmarketing hat, warum Selbstmarketing ja wichtig ist, dass ja auch Selbstmarketing aus meiner Sicht keine Angeberei ist und dann eben dir noch 5 Schritte ja mit auf den Weg geben möchte, ja wie ja, du das Ganze erfolgreich für dich umsetzt. Selbstmarketing, Eigenwerbung oder Eigenmarketing genannt, manche nennen es auch Ich-Marketing. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ja für deinen Erfolg, ja für deinen Erfolg im Business. Und gerade wenn du dir, ich sag mal, ein Geschäft von zu Hause aus aufbauen willst, dann kommst du um das Thema ja Eigenwerbung, um das Thema Selbstmarketing ja nicht drumherum. Wenn du ja Angestellter sein willst, wenn du dein Leben als in einem Angestellten-Dasein führen willst, dann wird das Thema Selbstmarketing aber für dich auch interessant. Nämlich dann, wenn du ja dich gut präsentieren willst, um zum Beispiel die nächste Gehaltserhöhung zu bekommen. Es ist aber egal, ob du jetzt im Angestelltenverhältnis oder als Unternehmer etwas erreichen willst, ja, als Angestellter vielleicht, um auf die nächste Management-Ebene zu kommen, einen neuen Karriereschritt zu gehen, oder eben wenn du als Unternehmer dein Business von zu Hause aus erfolgreich aufbauen willst oder ja eben dein Business insgesamt einfach ja auf ein nächstes Level bringen willst, dann wird Selbstmarketing eben ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sein. Und im Folgenden wollen wir einfach mal drauf eingehen, ja, was Selbstmarketing genau ist und ganz klar, welche Ziele du mit Selbstmarketing dann auch verwirklichen kannst. Ja, Selbstmarketing ist eigentlich nichts anderes wie Eigenwerbung. Ja, es geht einfach darum, dass du Werbung für dich selbst machst, für dein Business. Ja, dass du ja für deine Veranstaltungen, für deine Leistungen, ja für deine Events, deine Produkte oder was auch immer, was dich betrifft, dass du dafür eben wirbst. Das ist ja Selbstmarketing und das Ziel ist ganz einfach, ja, dass du deine Bekanntheit steigerst, dass du ja auf dich aufmerksam machst, dass du Reichweite gewinnst, dass du ja Besucher auf deine Webseite ziehst, um dann letzten Endes ja aus den Besuchern Leads zu generieren, aus den Leads dann wahrhaftige, ernsthafte Interessenten und dann eben dementsprechend Umsatz und Gewinn erzielst oder deinen Umsatz und deinen Gewinn eben steigerst, dass du mehr Aufträge erhältst, dass du, wenn du im Network Marketing tätig bist, täglich neue Partner sponserst, ja, und dass dir einfach die Interessenten nicht ausgehen. Und das sind wir auch eben schon beim Kern der Sache, warum Selbstmarketing wichtig ist. Das Problem bei der Akquisition neuer Kunden ist immer, ja, dass man ja Akquise betreibt und dann, ja, wenn man aktiv in der Akquise ist, ja, zunächst mal Auftragseingänge hat, die müssen dann abgearbeitet werden und danach fallen dann viele erstmal ja in so eine Art Auftragsloch. Weil wenn man die Aufträge dann jetzt erstmal abgearbeitet hat, dann ist zunächst mal hier wieder so ein Loch da, weil man ja erstmal wieder neue ja, Aufträge akquiriert werden müssen, ja, weil neue Aufträge akquiriert werden müssen. Und mit gezieltem Selbstmarketing kannst du aber dieses Thema ja ganz einfach und clever umgehen, ja. Und am besten kannst du ja das einfach für dich umsetzen. Das ist einfach so die Erfahrung, die ich gemacht habe, indem du einen eigenen Blog startest. Natürlich kannst du auch ja Gastartikel schreiben, du kannst natürlich auch in die Presse gehen, ja regional, ja dich durch Beiträge in Zeitungen ja bekannt machen. Wie auch immer du es machst, wichtig ist, dass du ja die Bekanntheit von dir selbst steigerst und wenn du dies tust, dann hast du immer ja die Möglichkeit, dass quasi dein Unternehmen, dass deine Artikel, dein Blog, deine Webseite ja immer neue Werbung für dich macht, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, dir neue Besucher, neue Leads generiert und auch wenn du gerade in einem Auftrag steckst, wenn du vielleicht im Urlaub bist oder wenn du ja vielleicht sogar wegen Krankheit vorübergehend ausfällst. Und jetzt stellt sich ja dann die Frage, ja, hat dann Selbstmarketing nichts mit Angeberei zu tun? Auch das höre ich hin und wieder mal und da muss ich einfach sagen, aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, weil wichtig ist dabei einfach, dass du beachtest, dass du
Ja, dass du halt eben nicht angeberische Informationen veröffentlichst, ja, und einfach jedem erzählst, wie toll du bist, sondern ja, dass du dein Selbstmarketing eben anders aufbaust, ja, dass du nicht sagst, ich bin der Tollste, ich bin der Schönste, sondern dass du einfach, ja, zum Beispiel Informationen weitergibst, ja, von dir persönlich, von deinem Unternehmen, ja, oder eben halt nur Dinge veröffentlichst, die ja zu deinem Thema passen und die einen Mehrwert für deine Leser haben, ja, die einen wirklichen Nutzen ja für andere haben. Und das ist meine Meinung, das sollte man sehr wohl kommunizieren, weil alles, was ja das Leben eines anderen bereichert, ihn weiterbringt, das hat auch die Berechtigung, irgendwo zu erscheinen. Und was eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, ist, wenn du ja zum Beispiel über andere sprichst, also im Positiven natürlich, ja, wenn du darüber redest, auf welchen Seminaren, welchen Veranstaltungen warst, was du gemacht hast, welchen Menschen du weiterhelfen konntest, ja. Wenn du einfach die Menschen an deinem Leben, an deinen Ideen und an deinen Gedanken teilhaben lässt, wenn du den Menschen einen Einblick in dein Business, in deine Person, ja, je nachdem, wie weit du da gehen willst, wenn du den Menschen da einfach einen Einblick gibst, ja. Und letzten Endes ist es dann so, dass du gutes Selbstmarketing machst, wenn du halt eben nur über die Dinge sprichst, auf die du ja stolz bist und die du ja und die du halt so unbedingt loswerden musst, ja. Und wie du siehst, ist also einfach wichtig, ja, welche Motivation du hast, etwas zu veröffentlichen. Und daher, ja, solltest du einfach darauf achten, nicht einfach wahllos irgendwelche Dinge zu veröffentlichen, die dazu vielleicht führen, dass andere neidisch oder eifersüchtig sein können, sondern ja, dass du halt einfach darauf achtest, ja, einfach authentisch zu sein, einfach das weiterzugeben, was du hast, was du bist, ja, und ja, nicht da irgendwie eine Maske aufsetzen, die gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Und da sind wir dann eben auch schon beim Thema, ja. Wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft? Ja, und ich bin ja der festen Überzeugung, dass man erfolgreiches Selbstmarketing einfach nur, ja, nur dann praktizieren kann, wenn man die Dinge tut, die einem wirklich am Herzen liegen. Ja, das heißt, wenn man das, was man wirklich oder das, was man macht, halt wirklich liebt. Ja, stell dir einfach die Frage, was treibt dich morgens aus dem Bett? Ja, was lässt dich tagsüber mit Freude arbeiten? Was lässt sich abends im Bett, wo kriegst du da ein Grinsen über die Lippen, wenn du, ja, wenn du an den vergangenen Tag einfach denkst, ja, und stell dir einfach dafür mal die Frage, wofür willst du bekannt werden? Wofür willst du bekannt sein? Ja, und welche Qualität soll man mit dir in Verbindung bringen? Oder beziehungsweise woran sollen Menschen einfach denken, wenn sie deinen Namen hören? Und da kannst du dir einfach mal, ja, jetzt so als Übung eine Liste erstellen, nimm dir ein leeres Blatt Papier und schreib einfach mal alles auf, ja, was dir in den Sinn kommt. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch 5 Schritte mitgeben, ja, die du umsetzen kannst, damit du auch erfolgreiches Selbstmarketing betreibst. Wir haben ja viel jetzt drüber da gesprochen, was Selbstmarketing ist, was du oder welches Ziel man damit verfolgt. Und jetzt sollen wir einfach mal so ein bisschen in die Umsetzung gehen. Ja, erstens, als erstes solltest du bzw. musst du für dich entdecken, was dich begeistert. Ich schreibe dir das einfach mal hier mit dazu. Was begeistert dich? Ja, also was ist deine Leidenschaft? Wofür kannst du brennen? Was tust du gerne? Was treibt dich an? Ja, was lässt dich, wie gesagt, morgens mit Begeisterung aus dem Bett hüpfen? Ja, was ist es, was dich auf Touren bringt? Mit was möchtest du einfach in Verbindung gebracht werden? Nimm dir einfach die Zeit, arbeite immer wieder ja an dieser Liste, damit du immer wieder dir drüber klar wirst, was eigentlich der Sinn und Zweck deines Tuns ist, wofür du deine Zeit investieren willst und dass du einfach ein klares Bild von deiner Zukunft entwirfst. Zweiter Punkt: Erzähle deine Geschichte. Ich schreibe das auch mal hier gleich mit rein. Erzähle deine Geschichte. Ja, erzähl drüber, was du erlebst, ja, was für dich wichtig ist. Lass die Menschen einfach einen Eindruck davon bekommen, wer du bist. Ja, sei durchaus auch mal ein bisschen persönlich. Schreib wertvolle Inhalte über die Themen, mit denen du in Verbindung gebracht werden willst. Zeig Menschen auch vielleicht gern mal einen Einblick in deine Hobbys, was deine Leidenschaft ist und vor allem zeig ja den Menschen, ja, wo du ihnen weiterhelfen kannst. Und da kommen wir dann eben auch schon zum nächsten Punkt, der ja damit sehr, sehr stark, ja, ich sag mal, verknüpft ist, sei selbstbewusst,
und unerschütterlich. Und unerschütterlich. Ja, wir Menschen, wir wachsen ja in einem Umfeld auf, wo man uns beigebracht hat, ja weniger so über sich und seine Stärken und Fähigkeiten zu reden. Wir haben quasi immer gehört, dass wenn man so über sich selbst redet, dass das Angeberei ist und ja, das macht das Ganze natürlich auch etwas schwieriger, denn du musst ja über dich selbst reden, wenn du erfolgreiches Selbstmarketing betreiben willst und ja, man kann selbstbewusst sein, ohne arrogant zu wirken. Und deswegen hab einfach den Mut, über deine Geschichten, über dein Leben, über die Dinge, die dir wichtig sind, über die Dinge, die dir passieren, zu schreiben, darüber zu sprechen. Ja, aber auch darüber zu sprechen, wie du deinen Mitmenschen helfen kannst. Ja, denn wenn du das nicht kommunizierst, dann können das andere Menschen nicht wissen. Und die Menschen recherchieren eben erst einmal im Internet, bevor sie ja zum Beispiel einen neuen Auftragsredner buchen, bevor sie ja einen neuen Coaching-Termin vereinbaren oder was auch immer. Da wollen die Menschen schon erstmal Einblick in oder über die Person erhalten und wissen, mit wem sie es denn zu tun haben. Und da ist, wie eben vorhin schon erwähnt, ein eigener Blog ja sehr, sehr hilfreich. Dann vierter Punkt, knüpfe Kontakte. Knüpfe Kontakte. Ja, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler drin, aber das ist, ich mach's weg. So, also knüpfe Kontakte, ja, und ohne Beziehungen wird's ja im Geschäfts- und Privatleben ja einfach schwierig werden, ja erfolgreich zu sein. Und und das erfolgreiche Selbstmarketing fängt damit an, dass du Kontakte knüpfst, dass du diese Kontakte pflegst und dann eben ja Vertrauen aufbaust, damit darüber hinaus ja dann auch mal Geschäft entstehen kann, ja, und du brauchst ja schließlich Menschen ja um dich herum, um ja erfolgreiches Eigenmarketing betreiben zu können, ja, sonst kann ja niemand von deinen Erfahrungen quasi profitieren. Kontakte und Netzwerke aufzubauen kann, ja, das muss aber nicht immer persönlich erfolgen und da kannst du gerade durch die sozialen Netzwerke wie Facebook, ja, Twitter, Google Plus, LinkedIn und so weiter, ja, da hast du einfach super Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, die grundsätzlich ja an deinem Thema Interesse haben. Die grundsätzlich Informationen ja über dein Business haben wollen und du kannst es mit ja oder du kannst es relativ einfach ja mit deiner Fangemeinde quasi teilen, ja. Du kannst also über diese sozialen Netzwerke ja dir zum einen großes Netzwerk aufbauen, das Ganze sehr, sehr gut hegen und pflegen und wertvolle Informationen dann eben auch mit diesem Netzwerk teilen. Ja, und wichtig dabei ist einfach, ja, pfleg diese Kontakte, tausch dich aus mit denen, ohne jetzt zunächst mal ja das Geschäft im Fokus zu haben, weil wenn du das machst, ohne dass die Leute den Eindruck haben, dass es dir nur ums Business geht, dann wirst du früher oder später auch ja dementsprechend die Aufträge generieren oder neue Aufträge, neue Kunden dadurch gewinnen. Und der fünfte und letzte Schritt ist ganz einfach, wie immer, aktiv werden. Aktiv werden. Ich mache gerade mal hier noch und tun. Ja, es ist ganz wichtig, dass du ins Tun kommst, ja, denn Handlung ist ein ganz wichtiger Schritt. Vielleicht hast du jetzt noch keinen eigenen Blog. Dann wäre der nächste Schritt, dir darüber klar zu werden, was für Chancen ein eigener Blog hat. Dazu habe ich auf meinem Channel und auf meinem Blog ja einige Artikel, kannst du dir gerne einfach mal durchlesen. Wäre vielleicht der nächste Schritt, einfach den eigenen Blog aufzusetzen, ja. Und viele Menschen kommen da einfach nicht dazu, die Dinge in die Tat umzusetzen. Sie haben tolle Ideen und sammeln sich enormes Wissen an, kommen aber nicht ja ins Tun und fangen mit Selbstmarketing gar nicht erst an. Und deswegen mach's einfach besser. Tu's, fang einfach an und beginn einfach mit dem ersten Schritt. Und selbst wenn es ein kleiner Schritt ist, ja, mach immer einen Schritt nach dem anderen. Stell dir einfach immer die Frage, was ist jetzt ja das Wichtigste, was ich tun kann, ja, um mein Ziel quasi zu erreichen. Und wie gesagt, Selbstmarketing ist ein riesengroßes Thema. Es gibt
mit Sicherheit noch viel darüber zu berichten. Da werde ich auch mit Sicherheit noch einige Artikel oder Videos über das Thema machen. Aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Ich sehe, wir sind schon wieder bei 14 Minuten. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem das Thema kurz und knapp ja rüberbringen. Und wenn das Ganze für dich interessant war, wenn du das Video cool findest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, ja, oder das Ganze ja mit deinen Freunden teilst auf Facebook, auf Twitter oder wo auch immer, oder mir einfach einen Kommentar hinterlässt. Unter meinem Video findest du ja die Möglichkeit, dich in meinen Newsletter einzutragen. Auch hier bekommst du weitere wertvolle Tipps ja zum Thema. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Abonniere meinen Channel, damit du keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg und gutes Selbstmarketing. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.